Eigentlich bin ich erstmal zum Drachenfliegen gekommen. Und mein Fluglehrer damals, der wollte die Seven Summits machen. Und der hat mich dann beim Drachenfliegen das erste Mal nach Kenia gefahren zum Fliegen. Und haben dann auch gleichzeitig den Kilimandscharo bestiegen. Wo ich oben war, da kam dann die Faszination, wo man oben am Gipfel steht und man hat es geschafft und hat diesen Blick auf halb Afrika. Das war so gigantisch, wir hatten wirklich Traumwetter. Fliegen ging es leider nicht oben vom Gipfel, da war der Wind zu stark für. Aber es war einfach ein super Erlebnis, diesen 6000er, fast 6000er bestiegen zu haben. Unser Ziel ist eigentlich die Seven Summits. Die Seven Summits ist, das heißt, von jedem Kontinent den höchsten Gipfel zu ersteigen. Und da muss man sich darauf vorbereiten. Man muss den Berg kennenlernen, man muss alles ausarbeiten. Diese ganze Vorbereitung ist schon mal sehr interessant. Ja, und dann diese Tour zum Berg selber. Wir haben dann auch immer Fahrradfahren meistens mit eingebaut. Wir haben also sind von Mordosa mit dem Fahrrad bis ins Basislager gefahren und dann weiter nach Santiago de Chile, haben also die Anden noch mit dem Fahrrad nebenbei überquert. Einfach so dieses Abenteuer und dann vor allen Dingen diese Herausforderung, schafft man es nicht. Ist man stark genug, hat man sich gut genug vorbereitet, ja, und natürlich eben halt auch heil wieder zurückkommen. Der Kopf spielt eine ziemlich große Rolle bei der ganzen Geschichte. Also man muss sich jeden Tag quälen, erstmal zum Training und dann am Berg, wenn man kaum noch Luft kriegt und man kann einfach nicht mehr und dann immer weiter kämpfen und kämpfen. Und dann ist es meistens auch noch kalt und unangenehm. Also es ist schon eine enorme mentale Anstrengung auch dabei. Bergsteigen ist so gefährlich wie der Bergsteiger, der es betreibt. Also wer ein hohes Risiko eingeht, dann kann es sehr gefährlich sein. Wer respektvolle Sache hat, der kann diesen Sport eigentlich sehr sicher betreiben. Ich bin hier groß geworden. Ich bin sozusagen so ein Aborigine. Ich war schon überall. Ich bin jahrelang auf Montage gefahren. Ich habe viele Städte gesehen in fast allen Ländern. Also auf fast allen Kontinenten. Ich wüsste nicht, was mich hier wegzieht. Das Sauerland ist einfach die geilste Ecke der Welt. Hier kann man wirklich alles machen. Hier kann man klettern, hier kann man fliegen, hier kann man Fahrrad fahren. Wenn man jetzt zum Beispiel in den Alpen leben würde, beim Fahrradfahren, dann machst du immer sofort 2000 Meter und dann hast du eine ewig lange Abfahrt. Hier hast du ein schönes Gelände, wo man immer sich richtig ausbauen kann. Man kann den Berg raufsprinten, ist kurz wieder unten, kann den nächsten sofort in Angriff nehmen. Ist einfach toll.